So, da sind wir dabei. Silent Hill 4, The Room, Apartment Welt, die zweite. Wir müssen alles wieder so machen, wie es mal war. Und wir haben auch zwei Sachen schon gemacht. Wir haben den Volleyball da wieder zu seinen anderen Volleyballkollegen gelegt und die Billardkugel auf den Billardtisch. Jetzt haben wir Kuchenkerzen gefunden. Leider kein Kuchen. Selbst wenn ein Kuchen da gewesen wäre, wäre er jetzt mittlerweile wahrscheinlich wieder weg, wenn ich so lange mit diesem Kuchen alleine gewesen wäre. Das war die falsche Tür. Das war extrem die falsche Tür. Warte mal, wo will ich hin? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, ich muss da rein. Lass mich doch einfach mal gucken. Wow. What the shit? Er steht eine Kerze rum. Oh yeah, Kerze. Considering the circumstances, I guess we're doing pretty good, huh? Wir haben es voll drauf, Baby. Nee, kein Scheiß. Ich glaube, wir sind voll gut eigentlich. Ganz ehrlich, wir sind voll das gute Team, weil du hältst größtenteils die Klappe, läufst mir hinterher. Manchmal sehr langsam, aber mein Gott, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. So, dafür sind wir hier. Ich gehe mal da hier lang vielleicht. Also wir müssen irgendwo auf jeden Fall... what the fuck? Irgendwas schleimt hier doch schon wieder. Ich höre es doch schon wieder. Ah, fuck. Geister, echt jetzt? Ich habe kein Medaillon dabei. Das ist natürlich jetzt eine schlechte Sache. Das ist eine schlechte Sache, dass ich kein Medaillon mitgenommen habe. Verdammt, das hätte ich vielleicht mitnehmen sollen. Ja, blöd, ich kann jetzt aber auch nicht so spontan wieder zurückrennen. Und Bauchschmerzen hat auch noch jemand, na super. Das kann ja nur gut werden. Ah, shit. Natürlich steht ja auch unser Ghost-Freund wieder drin, aber hier sind die Kerzen, ich wusste es doch. So, genau, das da draufstecken und hier in der Ecke müsst... Unser vierter Gegenstand liegen, ein seltsamer Ort für dieses ausgestopfte Tier, eine ausgestopfte Katze nämlich. Und ab dafür wieder zurück. Glaube ich. Ich weiß es nicht. Geht es da hinten noch weiter in dem Raum? Wenn ich da reingehe... Oh ja, da kann ich raus. Hm. Ich muss wahrscheinlich da raus. Versuchen wir es doch einfach mal, uns an diesem Geistkollegen hier irgendwie... Oh Gott, er hängt fest. Nein, doch, er hängt fest. Ein bisschen, ich weiß nicht so genau. Guck mal ganz kurz hier raus. Okay, nein. Einfach nur nein. Wie wär's damit, mein Freund? Du Sucker, gibt's hier noch irgendwas Interessantes für mich? Also wahrscheinlich noch einer davon. Ihr seid immer im Team unterwegs. Mal ganz ehrlich, wann seid ihr mal nicht im Team unterwegs? Aber die sind zum Glück relativ simpel zu besiegen. Sag mal, ist jetzt gut? Das klingt, als wenn da noch sehr viele davon kommen würden. Ich glaube, wir sollten zurückgehen. Oh Gott, sorry, es tut mir leid. Voll umgeboxt. Das wollte ich jetzt nicht. Oh, komm, komm, komm. Ich muss auf dich warten. Ich muss dich damit rausnehmen. Das ist ja die Scheiße. Das ist ja das Problem an dieser verdammten Escort-Mission. Es wäre, glaube ich, nicht so wirklich das großartige Problem für mich, alleine hier runterzukommen. In irgendeiner Weise. Ich meine, klar, mit den Geistern und mit diesen Kamelschnecken da hinten. Holy fuck, die sind extrem groß. Die gibt es wahrscheinlich auch in der Wüste. Es wäre einfach leichter. Und eigentlich muss halt jedes Mal auf sie warten. Ich werde auch jetzt hier mal ganz kurz nach hinten rennen. Warte, ich muss eh hier nach hinten, glaube ich. Muss ich hier nach hinten? Wir müssen hier... Oh, Jesus Christ, komm schon. Schnuckiputzi, komm. Oh Gott, zwei Geister, echt jetzt? Das ist echt nicht mehr cool jetzt. Das ist echt nicht mehr so cool jetzt. Komm, 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 komm. Fuck. Und ist alles wegen einem verdammten Heiligenmedaillon. Nicht so gut gelaufen, nicht so wirklich gut gelaufen. Ich würde sagen, ich gehe auch erstmal ganz kurz wieder. Und schaust du eigentlich? Was ist hier so interessant? Oh, ein Aluminiumschläger. Schläger aus Aluminium. Relativ wirkungsvoll und einfach zu verwendende Waffe. Warum eigentlich nicht? Hat auch, glaube ich, eine größere Reichweite wahrscheinlich. Nee, aber den Golfschläger, den kannst du getrost dort liegen lassen. Ich gehe mal nochmal ganz kurz zurück nach Hause und guck, ob wir ein Medaillon da drin haben. Ich hoffe mal, wir haben noch Medaillon da drin. Ich habe nicht so viele kaputt gemacht eigentlich, aber ich habe auch wahrscheinlich nicht alle aufgesammelt, die es gibt. Ganz sicher nicht alle. Bruchteil von denen wahrscheinlich einfach mal mitgenommen. Naja, versuchen wir es einfach mal.
Versuchen wir es doch einfach mal. Was bleibt uns anderes übrig? Ich habe es beim letzten Teil auch schon angesprochen. Es ist halt der Fluch von Silent Hill 4 irgendwie, dass es, ja, dass sie die das so gewählt haben, dass man im Prinzip die zweite Hälfte ganz, ganz, ganz große Probleme hat, wenn man sein Energiezeug, was man am Anfang schon gefunden hat, verbraucht hat. So wie ich stellenweise, weil ich zu spät drüber nachgedacht habe und dann zu spät bemerkt habe, oh fuck ja, hey, by the way, man kann ja nicht mehr ins Apartment zurück und einfach mal ganz kurz seine Energie wieder auffüllen. Das war dann schon ein blöder Moment. Und gerade das macht es halt auch so stressig, weil ich genau weiß, ich darf nicht so viel Energie verlieren. Ich darf einfach nicht so viel Energie verlieren. Aber es sind halt so viele Gegner da halt. Und vor allem die Geister sind halt auch stressig. Das sind nicht irgendwie Gegner, die einfach mal so, ja, sind halt da, passt schon. Kann man aber damit leben, so wie die Hunde. Die kann man relativ leicht bekämpfen, aber die Geister sind halt nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Vor allem, wenn man wie ich einfach mal seinen Medaillon vergessen hat, dann kann man das eigentlich schon mal fast vergessen, wenn ich ganz ehrlich bin. Und ich bin jetzt echt am Überlegen, ob ich mir noch einen Energiedrink mitnehme und einen nehme. Ja, ich glaube, ich sollte das so tun, weil wir sind noch ein bisschen länger in dem Bereich. Also wir haben unsere Aufgabe ja auch noch nicht erfüllt. Deswegen nimmst du einfach mal mit. Wird schon gut gehen. Ganz bestimmt. So, steigen wir mal zurück zu ihr und dann schauen wir, wo wir dieses ausgestopfte Kätzchen hinsetzen müssen. Ich weiß gerade, wir müssen in den Pet Shop wahrscheinlich. Wenn ich jetzt so spontan mal darüber nachdenke, das wäre so der nächste Ort, den ich für so ein Kätzchen auswählen würde. Einfach mal den Pet Shop nehmen. Schauen wir doch mal, ob es der Pet Shop auch ist. Schauen wir mal, ob ich den Pet Shop noch finde. Das ist die größere Frage an der Stelle. Wo ist der verdammte Pet Shop? Sporting Goods Shop. Fuck. B5. B4. B3. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, was diese Karte eigentlich sagen will. Ah, da ist der Pet Shop. B7. Okay. Okay. Das wird bestimmt gut gehen. Habe ich nicht recht? Ich habe keine Ahnung, ob hier Geister sind. Ich lege auf jeden Fall mal das Medaillon an. Ist mir so eine Kacke nicht nochmal passiert. Oder die haben aber ganz, ganz schlimme Bauchschmerzen. Wir sollten ihn nicht so lange verärgern. Komm schon. Einfach mal links liegen lassen. Das mache ich schon gerne. Ist auch so eine Sache, die ich gut kann. So, yeah, einfach vorbeilaufen. Fuck you, Alter. Mich interessieren deine Bauchkämpfe nicht. Denn ich habe Kacke in meine Hose gemacht von deinem Brüllen. Gut, so schlimm ist es nicht, aber... Bingo, aber wir sind ja schon im Pet Shop. Das ging schnell. Yay! Ich kann irgendwo eine Uhr ticken hören. Kannst du das? Oh Gott, ich habe keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Was haben wir hier? Munition. Ich nehme die Pistolenkugeln mit. Ich nehme auch diesen Nährstoffdrink natürlich mit. Sehr, sehr gut. Dann kann ich hier nämlich einen einwerfen. Einwerfen, okay. Ich sollte mir den nicht komplett reinwerfen, weil das ist eine Glasflasche. Und wenn ich mir den ins Gesicht werfe, selber vor allem, wie ein Vollidiot, Faceplant auf meinen eigenen Nährstoffdrink machen, das ist nicht so gut für meine Zähne. Sollte reichen. Och, war nah genug dran, sehr gut. Ja, man hört auf jeden Fall eine Uhr ticken, so viel steht fest. Ich kann sie auch hören. Das ist geil, noch ein Nährstoffdrink. Ich fühle mich jedes Mal, wenn ich so ein Item finde. Das ist halt dann auch wieder die schöne Seite an dem Spiel. Irgendwie die schöne Seite an der beschissenen Seite. Dass wenn man wirklich mal einen Nährstoffdrink findet, man wirklich auch froh ist über diesen verdammten Nährstoffdrink oder über dieses Elf-Kit oder was auch immer man gerade eben gefunden hat. Denn man braucht es einfach. Das ist dann okay. Alles gut. Mehr von euch. Mehr von euch, kein Problem. Wir kommen hier durch. Wie Geschäftsführer. Jawoll, sehr geil mit deinem komischen Reiterding. Es war kein Pferd, aber schlag ihn. Alter, wenn Pferde Menschen wären, die hätten voll die langen Gesichter. Stellt euch, ist ja voll lächerlich. Oh mein Gott, die Vorstellung ist schon ein bisschen lustig, wenn ich ganz ehrlich bin. Was genau? Holy fuck, ja stimmt. Der Raum ist auf dem Kopf.
Und da ist die Uhr. Die Tür, die Uhr, wie auch immer. Würde ich schreiten, die Uhr sozusagen. Okay. Nee. Irgendwie nicht so wirklich. Nope, da kann ich auch nicht raus. Es gibt also irgendwie nur noch einen Weg, kann das sein? Ich kann mich wahrscheinlich gar nicht mehr verlaufen. Denn es gibt einfach nur noch... Was war das gerade für eine Tür, die da an der Seite auf war? Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, Aileen. Oh, holy fuck, der brennende, echt jetzt? Alter, Klette. Ey, sind es viele Gegner. Ich nehme dir mal... Ich wollte es eigentlich wegnehmen. Ich wollte es eigentlich wegnehmen. Du läufst so schnell, aber du bist schon da. Fuck, wo müssen wir rein? Ich habe keine Ahnung, wo wir hin müssen. Ich werde jetzt auch nicht panisch oder so, aber ich weiß auch nicht, wo wir hin müssen. Es ist nicht mal böse gemeint. Ich glaube, hier rein. Naja. Lass dir Zeit. Kein Thema. Oh, fuck. Von wegen lass dir Zeit. Raus hier. Aber ganz schnell. Schauen wir mal, was ich hier gefunden habe. Einen Nährstoffdrink. Ah, shit. Ah, fuck. Das ist auch wieder einer, den ich sehr gut gebrauchen kann. Wahrscheinlich bald. Sehr gut. Ich unterschätze die Reichweite manchmal, ganz ehrlich. Also, wie es mir reicht. Also, wie nah sie zu mir stehen muss, dass sie mit durch die Tür geht. Ohne, dass ich wie ein Vollidiot dann allein in der Tür stehe und denke so, fuck, jetzt muss ich nochmal in den Raum rein. Was sehr oft passiert ist. Also, ihr wart live dabei. Es ist verdammt nochmal oft passiert, dass ich einfach mal rausgerannt bin und dann gemerkt habe, oh shit, die ist irgendwo wieder hängen geblieben und ist nicht mitgekommen. So wie das eine Mal hier, glaube ich, am Anfang von der Gebäudewelt, wo wir das zweite Mal hier reingekommen sind, wo sie einfach mal knallhart unten an irgendeinem... Kiesel hängen geblieben ist oder so? Hör zu heulen, wir sind absolut... Alter, ich habe einen Alu-Baseball-Schläger, du trägst ein Abendkleid, hast einen gebrochenen Arm, trägst Stilettos und hast eine Reitergerte in der Hand. Ja, wir sind bekloppt. Aber um nochmal auf die Geschichte zurückzukommen, wo sie, genau diese Frau, an diesem Kieselstein hängen geblieben ist. Und oh, sie ist nicht mehr verschlossen, das ist schön. Und einfach mal die komplette Treppe nicht mitgelaufen ist, irgendwie 3-4 Stockwerke an Treppe waren das ja. Oh, Mann. Oh, fuck. Okay. Ich leg das mal ganz kurz ab. Ah, okay, wir sind hier. Ich kann mich erinnern, weil da lag ein Medikit. An so einen Scheiß kann ich mich erinnern. Puh, okay, da sieht es dann letzten Endes auch noch einigermaßen okay aus. Für uns. Momentan noch. Momentan. Das heißt nicht, dass es so bleibt. Oh nein. Ich höre Rollstühle. Oh Gott. Ist schon wieder Rollstuhl-Derby-Zeit? Ja, knallhart. Die sind wieder voll am Derby machen. Daddy? Where's Daddy? Dude, what? Vater? Ich bin nicht dein Vater. Oh Mann, wie ein Geschäftsführer in Slalom gelaufen. Gut ist, die Rollstühle tun ihr, so wie es gerade eben aussah. Oh Gott, wir müssen runter. Wir müssen runter. Mädel, verzieh dich, wir müssen runter. Da oben ist ein Affe, glaube ich. Das klingt zumindest so. Wir müssen zurück in die Bahn nämlich. Wir haben ja den Code rausgefunden, als wir irgendwann zurück waren und die Nummer angerufen haben von dem Club. Wir haben rausgefunden, dass die Endziffern 4890 waren. Glaube ich. 4890. Wenn mich nicht alles täuscht, muss man mal... Ich glaube, ich habe es noch aufgemacht. Oh Gott. Monkey. Monkey Overdose. Raus hier. Okay, das ist echt genug jetzt so langsam mal. Achso, sie ist noch auf. Okay. Denk gar nicht weiter drüber nach. Sie ist noch auf. Alles gut. Oh. Komm schon. Echt jetzt? Stehst du so nah bei mir? Ich weiß nämlich, wie lang die Treppe ist. Deswegen möchte ich diese Drecksviecher... Warum schlage ich eigentlich die ganze Zeit gegen die Wand wie ein Honk? Oder gegen das Geländer?
Oh, komm, da fällt er komplett runter. Kann ich ihn nicht finishen, den Sucker. Jawohl, jawohl, jawohl. Halt ihn unten. Mach Druck. Sehr gut. Oh Gott, es tut mir leid. Ich breche dir irgendwann auch den anderen Arm beim Baseballschläger. Okay. Wir brauchen den Kammerjäger nicht mehr. Jetzt ist erstmal Ruhe. Wo muss eine Wand eingeschützt sein? Ich glaube, hier komme ich durch. Ja, das sieht gut aus. Also, es sieht nicht gut aus, aber es sieht insofern gut aus, dass wir da rüberkommen. Das ist schon mal die halbe Miete, ist auf jeden Fall. Aber ganz ehrlich, wenn ich hier drin wohnen würde, würde ich gar keine Miete mehr zahlen. Oh, nope. Ich höre schon, ich habe immer noch einen. Das ist der, wo runtergefallen ist, wahrscheinlich der Bullshitter. Der ist irgendwo hier gelandet. Da dachte ich, oh Gott, mein Bein ist gebrochen, aber ich kann warten und ihn dann abpassen. Oh, und da macht er's. Knallhart, habt ihr es gesehen? Ninja-mäßiges Ding. Oh, komm, wir gehen runter. Scheiß auf ihn. Lass ihn einfach in Ruhe. Ey. Ah. Ich schwanke jedes Mal zwischen, ich erschlag dich, unglaublichem Hass und ich muss einfach weg von hier. Und ich weiß nie, was stärker ist in dem Moment. Deswegen ändere ich öfter mal meine Meinung. Während ich noch am Schwingen bin. Ey, komm schon! Der ist direkt vor dir! Also einfach kann der Schläger nicht zu verwenden sein, wenn du hier rumhämmerst wie ein Honk. Oh, na endlich. Oh, schau mal. Er hat Freunde. Na, Halleluja. Hey, hast du gerade meinen Freund angemacht, oder was? Ja. Um genau zu sein, habe ich ihn erschlagen. Halleluja, was ist das denn? Ist das einfach nur eine strange Textur, oder kann ich dieses Geländer mitnehmen? Nein, wir können kein Altmetall verkaufen. Es tut mir leid. Wir können die Operation für deinen Arm nicht bezahlen. Aline, oh Gott. Kommen wir da durch? Nope. Oh, schau mal. Nice. Was? Nein! Oh Gott. Schluck. So, das sehen wir wieder. Oh, Kidoki, Erste-Hilfe-Kasten. Ganz ehrlich, ich glaube, ich finde den Baseballschläger scheiße. Ah, oh fuck, falsche Tasse. Ich finde den echt scheiße, wenn ich ganz ehrlich bin. Ne, ich finde die Axt geil, weil es Einhand ist. Da hat man einfach auch... Man hat nicht so einen großen Radius, den man bedienen muss mit dieser verdammten Waffe. Oh, ich glaube, wir sind mitten in ein Meeting der anonymen Tapetenfetischisten gekommen. Das tut mir jetzt leid. Naja, wir sollten beim nächsten Mal gucken, ob wir da irgendwie wieder lebendig rauskommen. Ja, ein Raum, der komplett voll ist mit Wallman eigentlich. Und wird spaßig auf jeden Fall. Wir gucken, wie es weitergeht. Bis dahin. Haut rein.